kümmerliche Vorstellung. Gothic 2 hat einige Logiklücken. Fünf davon möchte ich im heutigen Video ansprechen. Fangen wir mal an. Erstens, Xardas und die Feuermagier. Wenn Gothic 2 startet, führt man ein etwas längeres Gespräch mit Xardas. Und Xardas sagt dann Folgendes. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Aber kurze Zeit später sagt er, Sie wissen mit Sicherheit, dass ich noch lebe, aber nicht, wo Sie mich finden können. Und das ist auch gut so. Ja, was denn nun, Xardas? Denken Sie, du bist tot oder wissen Sie nur nicht, wo Sie dich finden? Ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber es widerspricht sich so ein bisschen und ich dachte, ich führe das hier mal auf. Punkt 2 knüpft hier aber direkt an. Es geht um Xardas Turm. Xardas sagt, er lebt im Exil und die Feuermagier wissen nicht, wo sie ihn finden. Ist es dann logisch, dass er einen Turm errichtet, auf einem Berg, den man von ganz Korines aus sehen kann? Ich denke nicht, denn wenn er wirklich im Exil leben will und seine Ruhe haben will und nicht gefunden werden will, dann sollte er sich vielleicht lieber in eine Höhle verziehen. Oder er hätte den Turm zumindest ins Tal neben seinen Turm bauen können, damit nur die Spitze vielleicht ein bisschen rausragt und der Turm dennoch versteckter bleibt. Von Lester erfahren wir auch, dass der Turm innerhalb eines Tages entstanden ist. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Und ich muss sagen, es sollte doch jedem Bürger in Korines auffallen, da ist gestern noch kein Turm gewesen und heute ist da ein Turm. Vielleicht sollte man da mal jemanden hinschicken, der mal nachguckt. Aber auch das passiert nicht. Ich finde die ganze Sache mit Xardas Turm ziemlich unlogisch und nicht gut durchdacht. Punkt Nummer 3. Das Rechtssystem in Korines. Wenn man in Gothic 2 eine Straftat begeht, dann hat das Konsequenzen. Und um seinen Ruf wieder aufzubessern, wenn man als Mörder oder Dieb bekannt ist, kann man eine Strafe bezahlen. An sich ist das ja ein nettes System, aber anscheinend wird diese Art System nur beim Helden selbst angewandt und nicht bei den Bürgern von Korines. NPCs kann man nämlich auch anzeigen und ein Kopfgeld einkassieren. Als Beispiel, der Tagedieb Rengaru klaut den Händler Jora 50 Gold und wenn wir ihn bei Lord Andre dafür anzeigen, dann geht er in den Knast. Wir können aber die halbe Stadt umbringen, zahlen 1000 Gold und sind auf freiem Fuß. Das ist ein merkwürdiges System. Außerdem heißt es im Umkehrschluss, wenn du Geld hast, dann hast du vom Staat nichts zu befürchten. Ist schon ein bisschen komisch. Schön wäre hier gewesen, wenn leichte Vergehen auch nur mit einer Geldstrafe behandelt werden oder die Leute nach einigen Tagen wieder aus dem Knast herauskommen und man vielleicht noch eine Dialogoption bei den jeweiligen Verbrechern hätte. Punkt Nummer 4. Satoras weiß nichts vom Schläfer. Wenn wir in Gothic 2 Satoras begegnen, dann meckert er erstmal wieder wegen des Erzhaufens herum. Wenn wir ihm dann sagen, ja, das war aber nötig, weil sonst hätte man den Schläfer nicht besiegen können, sagt er Folgendes. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Wieso weiß Satoras nichts vom Schläfer? Er war auch in der Barriere und er kannte auch die Bruderschaft und die haben den Schläfer angebetet. Und als die Bruderschaft in Gothic 1 erkannte, dass ihr Schläfer vielleicht gar nicht so ein toller Gott ist, haben wir das auch den Wassermagiern erzählt. Er wusste auf jeden Fall vom Schläfer, er kann es nicht innerhalb von 3 Wochen vergessen haben. Selbst Vatras, der nicht in der Barriere war, wusste vom Schläfer. Wenn man Vatras auf den Schläfer anspricht, dann sagt er Folgendes. Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen, auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Vielleicht ist Satoras Antwort aber auch so gemeint, dass er unser Gerede als Held einfach als Schwachsinn abtut. Schläfer besiegt, was ist das für ein Gefasel? Du hast den Schläfer doch gar nicht besiegt, ich glaube dir nicht. Wenn das so gemeint ist, dann nehme ich alles zurück. Aber wenn er wirklich vergessen hat, wer der Schläfer ist, dann wäre er schon sehr unlogisch. Und Punkt Nummer 5. Lee lässt seine Leute im Stich. Wenn man sich den Söldnern anschließt, dann hat Lee einen Auftrag für einen. Man soll zu Lord Hagen gehen und um Absolution für ihn und seine Leute bitten. Lord Hagen soll ihn und seine Leute alle mit zum Festland rübernehmen. Lord Hagen weigert sich natürlich und sagt, hier, das sind alles Verbrecher. Wenn, dann darfst nur du mitkommen. Das findet Lee aber gar nicht gut und sagt, nö, er würde ja seine Leute nicht im Stich lassen. In Kapitel 5 ist ihm das aber auf einmal egal. Man kann ihn fragen, hey Lee, hast du nicht Bock mitzukommen nach Edoras? Und dann sagt er auf jeden Fall, ja, ich bin dabei. Somit hat er dann seine Leute einfach übergangen. Er hält auch keine Rede, sagt nicht, wo er hingeht. Er geht einfach, obwohl er mit Ona den Vertrag abgeschlossen hat und normalerweise immer hinter seinen Leuten stand.
aber dann geht er einfach. Das finde ich schon sehr unlogisch und es passt auch eigentlich überhaupt nicht zu Lee. Besser wäre hier wahrscheinlich gewesen, wenn Lee ganz ehrlich sagt, nein, ich bleibe hier, ich bleibe bei meinen Leuten. Ich kann sie nicht einfach im Stich lassen. Ja, und das waren 5 Logiklücken in Gothic 2. Gebt mal gerne euer Feedback, sagt mir gerne, was ihr von diesen Logiklücken haltet oder ob ihr das eventuell anders seht. Und falls ihr noch mehr Logiklücken kennt, dann schreibt sie mir doch gerne in die Kommentare. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Jo, Serpent ist am Start. Ist das Video schon wieder rum? Das geht immer so schnell. Naja, hier gibt's noch anderes Zeug. Bis dann. Und betet mal zu Innos.